Falsches Verhalten in den Bergen kann lebensgefährlich enden. Die unreflektierte Nachahmung kann zu starken Schmerzen bis hin zum Tod führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren alpinen Profi, die Experten in den Kommentaren oder aber auch Ihren Hausverstand. In dieser Folge seht ihr einen Grat, den wir gar nicht zu machen beabsichtigt haben. Fälschlicherweise sind wir am Weg auf das Matterhorn Osttirols in einen falschen Grat eingestiegen. Und zwar in den Südgrat. Dieser ist laut Literatur extrem selten begangen. Wie es uns bei diesem Abenteuer ging, seht ihr in diesem Video. Jo Leute, was geht? Grüß euch. Pippi und ich, wir sind heute in Osttirol unterwegs. Und heute gehen wir auf den Glödes auf, aber nicht über den Normalweg. Den seht ihr dann im Abstieg. Bitte aber gleich nicht zu viel Kritik, wir haben kein Klettersteigset dabei. Wir nehmen euch aber dafür den Südwestgrad auf. Alpin ist der und Schwierigkeitsgrad 4. Viel Spaß, kommt mit bei der Tour auf dem Glödes, das Matterhorn Osttirols. Gell? So schaut's aus. So schaut's aus und so schaut's da aus. Gewaltig. Und da geht's weiter. Keine Ahnung, ob ihr mich seht, aber in einem der letzten Videos habe ich es euch eh gesagt, ich habe einen Dacia Docker und ich bin richtig happy, weil ich eben jetzt die Möglichkeit habe, mit Komfort im Auto zu schlafen. Es ist 8:45 Uhr, also 20.45 Uhr und ich bin am Weg von Salzburg nach Osttirol. In der Vergangenheit wäre ich da einfach direkt am Tag angefahren, um 2 in der Nacht aufgestanden. Und mittlerweile habe ich den Komfort, dass ich einfach vor Ort hinfahren kann und da meine Stunden Schlaf abkriege. Also in dem Sinn fahren wir nach Osttirol und gehen wir auf den Glödes rauf. Debantal, Nussdorf, Debant. Knallt am besten noch ins Navi eine Lienzer Hütte, da findet ihr hin, weil wenn ihr ein Parkplatz Zeichenbrunnen eingebt, kommt ihr irgendwo hin, aber nur nicht da, wo ihr hin müsst. Ja, liebe Leute, also ich bin jetzt gerade angekommen, Parkplatz Zeichenbrunnen und jetzt mache ich es mal gemütlich. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Morgen in der Früh stoße ich mit der Bianca zusammen. In dem Sinn, bis morgen. So, ich jetzt kurz sprechen, jetzt ist es auf der Kamera. Was willst du sagen? Grüß euch aus der Osttirol. Kalt ist. Kalt ist. Wo gehen wir hin? Da rauf. Auf dem Glödis. Weil der Tobi ist aufs Matterhorn in der Schweiz gegangen. Jetzt gehen wir aufs Osttiroler Matterhorn. So schaut's aus. Und weil der Tobi über den Grat gegangen ist, gehen wir auch über den Grat. Hallo Tobi! Servus! Wir gehen über den Südwestgrat auf. Maximal Schwierigkeitsgrad 4. Und mittlerweile sind wir schon bei der Lienzer Hütte. So, da ist er schon angeschrieben. Die Osttiroler hier sind eindeutig die freundlichsten. Ja, ist auch viel freundlicher als uns da, muss man schon sagen. Das ist da jetzt so aus meiner Sicht der schönste Teil im Zustieg, leider sehr kurz. Aber da gehst du durch so ein cooles, weites Tal zurück rein, wo die Bache runterkommen. Und es ist einfach herrlich. Und da vorne Glödesspitz. Von der rechten Seite geht der Normalweg auf, der Klettersteig, den sagen wir euch auch noch. Und von der links, das ist unser Grat, im vierten Schwierigkeitsgrad. Eine überschwemmte Brücke. Ich hoffe, dass ich es richtig einschätze.
Gewaltig! Eleganz! Also ich sag da einfach nur eins dazu. Gewaltig, sag ich da. Gewaltig! Leck. Also der Normalweg auf dem Glödes, der geht da hinten weiter. Und wir müssen jetzt Richtung Karlsertörl, das ist da oben, durch den Schotter da. Aber alles kein Problem, weil ich bin ja der Schotterfranz. Also da vorne, wo die Leute sind, falls ihr seht, war die Weggabelung. Und wir sind da jetzt an in der Schoda riesen da herinner. Ja, keine Ahnung, ob es einen Weg gibt, einen richtigen. Einfach auf ist die Wiese. Jetzt haben wir zumindest Markierungen gefunden. Das ist der schönste Gradzustieg, den ich bis jetzt in meinem ganzen Leben gemacht habe. Bianca, wie findest du den Gradzustieg? Gewaltig. Gewaltig. Ja, Wahnsinn. Ah. Muss man aufpassen, dass man nicht wo verloren geht. Ja. Schon ein Haufen tiefe Löcher. Von da ganz draußen kommen wir her. Da drüben geht der Normalweg rauf und das ist jetzt unser Grat. Da schauen wir mal, dass wir einen Einstieg finden bzw. halt raufkommen. Wetter noch mal kurz checken, falls wir einen Empfang haben. Aber Glittergefahr ist sowieso mal keine vorhanden. Jetzt wissen wir, warum in Osttirol kein Telefonempfang mehr ist. Telefonkabel angerissen und jetzt geht es da über den Bruchhaufen auf, wie hat die Bianca gesagt. Hey, schaut es nicht aus. Oh, kompakter Siemer heute. Kompakter Bruch. Nein, schaut auch ganz gut aus dabei. Ja, schaut ja gut aus. Also, bei meiner letzten Tour auf die Talleitspitze bin ich was anderes gewohnt gewesen. Da sind die Felsen unter den Füßen weggebrochen. Also ich möchte halt schon, wenn du filmst jetzt schon noch. Ich film gerade, ja. Was willst du der Kamera mitteilen? Dass wenn du Angst kriegst, dass du mal das sagst. Jawohl, ich sag, wenn ich Angst habe. Aber eigentlich wollte ich noch nicht, dass du in die Hosen scheißt. Ja, hast du ein Klopapier jetzt für mich? Ein Taschentücher, ja. Ja, passt, Taschentücher nehmen wir auch. Also da ist sogar was einbaut, wir starten jetzt. So. Also man kann da auch am Seil gehen, gell? Darum haben wir ein Seil mit. Ja, weil du hast es eh gelesen, oder? Es ist halt teilweise zum selber absichern. Es ist gebohrt, aber zum selber absichern auch. Hast du da schon aufgeschaut? Nein, ich glaube, dass da drüben einfacher ist. Und er geht übers Gras! Warte, warte! Das war die erste Schlüsselstelle. Wir sind jetzt am Klettern da, gell? Also ich suche da auf den einfachsten Weg. So schaut das aus. Ja, aber das hat mich auch gewundert, weil du hast generell so die glatteste Stelle dir rausgesucht. Und der Fels nicht ganz so kalt war, war es voll angenehm.
Aber da ist auch wieder ein Bord. Da schau. Ich bin der Bohrhaken Franz. Ich habe einen Bohrhaken gefunden. In der Bohrhaken. Der wird schon noch anspruchsvoll werden. Wenn ihr euch über das Schlappseil wundert, wir gehen am laufenden Seil, haben wir gesagt. Und schauen uns das einmal an. Das Gelände ist jetzt noch nicht so schwer. Glatt. Sau gut, cool. Ja, danke. Ja, bist du rechts vorbei, oder? Okay, ja. Und hat genau passt. Oh, ein Freund. Melon. Der hat sogar. Ja, ich hab extra mal gescheit angerissen. Gewaltig! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Und das als Alm- und Wiesenwanderer! Magst du gleich weitergehen? Frelle! Sollte ich da mal eine Schlinge einlegen? Aber es geht einfach weiter. Brauchst nichts, gell?
aber es ist voll das schöne Gelände. Also im Vergleich zu da, wo ich jetzt war, ist das kompakt. Ah, schau dir das an, was ich gefunden habe. Ich bin der Bauhaken Franz. Eigentlich müsste ich da mal ein Foto machen. Ha? Du stehst gut, gell? Ja, eben, keine Ahnung. Schon so geil, ein schöner Grat. Das war das Althofer Schlingerl. Warte mal. Das hat jetzt geil ausgeschaut. Das schaut ärger aus wie die Malis in der Grandstraße. Am gewohnt seht ihr, warum sie Pinky genannt wird. Oder? Nicht wegen Bianca, sondern weil du teilweise so pink angezogen bist. Der Pinky und der Brain. Fesche Hosen hast du da an. Salera, geil, gewaltig. Da geht's halt jetzt wieder welche? Ja. Einmal welche, einmal auf, einmal um, da geht's auch welche. Eine wilde Szenerie. Wüt! Ich sag da eins. Ah, da muss groß sein, dass da kein Schwarz rauskommt dabei. Aber überall einbaut, nur da nicht, oder was? Aber da hängt ein Fixseil drin. Ja, weil ich will mich nicht aufziehen.
aber da ist besser, da kann ich mich echt gut sichern. Ja. Ich werde jetzt aber, glaube ich, eher wieder da oben gehen. Damit du da herkommst, oder? Ja, ich tue da sichern. Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob das da oben hip. Das Seil? Nein, der Griff da oben. Ja, schau dann an, dann weißt du das. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Bloß ein Spruch. Gewaltig. Da geht's in die Knie. Ja, du. Halt da. So geile Szene. Mal, ich hoffe, dass da jetzt kein Kuddelmuddel im Seil. Ah, da war ich noch nicht. Was ist gut schick von uns. Wehe, du greifst den Seil. Wer ein Seil greift, ist eine Pappnase. Geht's da jetzt ein Owe? Ja, Owe. Du hättest ja gar nicht aufgebrochen. So wie ich gesagt hab, du hättest rechts außen um durch den Riss gehen können. Ja. Und ich muss jetzt ein aufgreien wegen dir. Ja. Super, Bianca, danke. Aber wieso? Ja, weil du hättest da gleich rechts außen gehen können. Ja, aber das ist ja fad. Was ein bisschen fordern muss ich dich schon auch. Ah. Ich sicher dich aber eh. Ja, gewaltig. So, ich komme jetzt in die Arschlochstelle. Ja, ich muss meinen Freund retten. So, oben. Den hast du gut verklemmt. Ah, das Seil ist so geschissen da. Warte, jetzt muss ich da auch raufkriegen. Warte nicht zu viel ziehen. Ich muss jetzt da unten durchgehen. Du scheiß Säue, du! Weißt du, ich komme mit meinen Stecken da nicht gescheit durch. Alter! Jawohl! So ein Scheiß! Ja, aber das war ja auch schon gedacht, dass das scheiße sein wird.
Oh ja, ein bisschen schimpfen, dann geht's schon. Soll dir mal wieder gehen? Oder ist der auch nichts für mich, meinst du? Ich weiß nicht, wenn du dich da aufgetraust. Ich weiß halt nicht, wie er abgesichert ist. Ich schau mir es einmal an. Fragst du deinen Schling? Ich hab noch ein paar. Ich hab was gefunden. Einen Bohrhaken. Ich bin der Bohrhaken-Franz. Okay. Eine, weiß ich nicht, vielleicht bin ich bei der vorbei. Das war das Stück, wo ich einmal Mut gebraucht habe. Du kannst da Vierer, da wo der Grasbuschen wächst, aber ich weiß nicht, ob du den da gelangst. So habe ich ihn gelöst dann. Aber da habe ich mal ein bisschen Hosenscheißen da. Ja, aber das ist ganz schön.
schon glatt. Ja, eben. Und vor allem diese scheiß Schuppen. Die ist mir zu stark schwer. Franz, ich bin begeistert. Oh, ich hab die Deckeltaschen offen, heute ist ein Arschloch-Top. Gewaltig, sag ich da, gewaltig. Ich bin entzückt. Ich bin heute voll botschert. Ja, danke, dass du das jetzt sagst, dass du botschert bist. Ich frag mich, wann das aus ist, weil 10 Seilingen stehen im Topo 3. Wie viel haben wir schon gemacht? Ich frag mich, wo da die Standplätze sind. Da gibt's keine. Wie, du schmeißt meinen Stein runter? Ja, ich hab's mir gerade gedacht, die liegen nicht so geil. Also, ich wollte da gerade rauf und dann rechts raus. So, jetzt mache ich da mal ein Foto. Locker! Jetzt kriege ich schon langsam einen Empfang. Jetzt muss ich nachher einmal der Maria dann auch mal eine Nachricht schicken. Weil die war jetzt in der Früh schon drauf. Na, scheiße. Die macht sich sicher voll der Sorgen. Na. Ja, aber soll ich da auch noch keinen Empfang haben? Ja, warte mal, kriegst noch ein Foto fürs Posen. Gewaltig. Da sind wir noch lange nicht oben. Ja, es sind noch 10 Seillängen, oder? Geht's einmal ein bisschen. Das passt eh super. So, wir haben jetzt einmal das Seil weggepackt, weil das Gelände aktuell einfacher wird. Wäre cool, wenn das jetzt bis zum Gipfel alles seilfrei gehen würde. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, jetzt ist der Nebel gekommen. Ja. Not so nice.
nicht schwer da, aber ein bisschen ausgesetzt. Juhu, ich bin am Berg. Ah. Das erste Mal, dass ich da herum bin und dass kein Schnee ist. Da ist kein Pulver. Schotterpulver haben wir da heute. Normalerweise, wenn ich herum war, ist immer so viel Schnee noch gewesen. Da, schau. Na echt? Ja, echt. Bergheil. Bergheil. Super, danke. Voll gut waren wir. Finde ich auch. Also ich finde, wir waren gut. Wir finden es, dass wir waren. Das ist übrigens der 8. von 20 versprochene 3000er. Da ist das Gipfelkreuz. Also wir finden, das war gewaltig. Gell? Es war voll gewaltig, brutal gewaltig, ja. Nämlich. Obergewaltig. Lass uns mal einen gewaltigen fetten Daumen nach oben da, 5000 am besten. Schon, gell? Mindestens. juhu! Sehr schön. Adio, Mexiko. Adio, adio, Mexiko. Ich komme wieder zu dir zurück. Also Leute, allein für die schöne Gesangseinnahme. Einen gewaltigen Daumen nach oben. Gewaltig! Sehr gewaltig, sage ich da. Also wir gehen jetzt runter über den Normalweg, über den Klettersteig. Dann zeigen wir euch ein paar Impressionen. Ah nein, da ist er nicht. Wir müssen jetzt da hin, wo ein Stahlseil ist. Bianca wollte schon wieder am liebsten durch die Felsen rein. Ja, direktissima, genau. Nein, aber wir zeigen euch jetzt in den Klettersteig. Bitte nicht besser sein, wir haben kein Klettersteig-Set dabei. Weil wir sind ja einen anderen Weg aufgekommen. Da. Rechts. Da liegt ein Lord da. Da liegt ein Leich. Oh, da kommt einer rauf. Da unten noch. Der sitzt? Der rostet. Was rostet der da? Wer rostet. Oh, ich liebe Stahlseile. Vor allem, wenn der Blitz einschlag. So wie fix. Brim! Mag. In der Hort. Ja. Ganz aussehen müssen wir. Leider. Jawohl, geht da. Jawohl, free solo. Schon eingeschaltet. Aber nur wenn du den sterbenden Schwan machst in der Mitte. Aber nein, das ist nicht. Das ist nicht. Aber warte mal, ich brauch sie noch nicht. Und jetzt. Auf der Brücke. Komm, eine Yoga-Pose geht. Eine Yoga-Pose? Ja. Ja. Was? Was? Also. Noch einmal. Ich glaube, das geht schöner. Foto. Passt das so? Ja. Sehr schön. Schön machst du das. Das war die Brücke. Sehr fix, gewaltig. Weiter, da sind zwei Pühlerhaken. Da ist ein Stand. Also, Leute, das gehört jetzt einfach einmal gesagt.
Wenn man da oben hört, glaube ich schon, da ist, ja, da ist sogar Stand. Aber wir haben da oben, glaube ich, schon 15 Bühlerhaken gesehen. Und bei uns in der ganzen Route waren vielleicht, wie viel? Ein paar Haken? 6, 7? Ja, höchstens 8. 8 vielleicht, ja. Aber und ein einziger Stand. Ein einziger Stand in unserer Route. Und da ist in der Rindlerschattel. Schaut euch das an. Das hätten wir gebraucht. Das hätten wir gebraucht. Aber so war es ein bisschen mehr mit Hosenscheißen für einen Alm- und Wiesenwanderer. Aber wir sind auch aufgekommen. Ja. Gewaltig. Und der Franz hat das heute gut gemacht. Er ist sogar vorgestiegen. Daumen nach oben. Daumen nach oben von mir, ja. Für mich. Ich möchte mich nicht selber loben, aber ja. Ich hab das schon gut gemacht. Da hat er ein Rohr verlegt. Doch. Ja, schau. Ja, also Resümee, knappe 18 Kilometer legst du zurück, 1560 Höhenmeter im Aufstieg in Südwestgrad. Ja, du steigst halt einmal gute 1000 Höhenmeter zu und dann hast du die 400 letzten Höhenmeter noch im vierten Schwierigkeitsgrad alpin zu bewältigen. Im Klettersteig ist viel mehr einbohrt zum Sichern, Haken habt ihr eh gesehen. In unserer Route. Also wir haben da echt vielleicht 7-8 Haken gesehen und dann war der Zusammenkrampf. Schwierigsten sind die, ist der unterste Bereich und danach eh ab dem Bereich, wo wir das Seil weg, da haben wir ein Gelände gefunden, das nicht schwerer geworden ist wie maximal 2 plus, sage ich jetzt einmal. Das kann man alles freigehen, aber verzeiht auch keinen Fehler. Oben ja, wunderschön. Der Ausblick am Blödes grundsätzlich jetzt mal. Heute hat es halt nicht passt von der Wolkenstimmung. Mir persönlich ist es egal, ich war jetzt ein erstes, dritte Mal schon oben, habe es zweimal bombastisch erwischt. Abstieg habe aber auch sehr kurz gehalten, weil vom Normalweg gibt es eh schon so viele Videos. Ich selber habe auch zum Beispiel schon eins einmal veröffentlicht, bevor ich noch mit euch gesprochen habe. Verlinke ich euch unten, könnt ihr euch gerne anschauen. Ja, und dann, wenn du zum Klettersteig ausgestiegen bist, bist du halt im alpinen Blockgelände und jetzt, dann, wo ich auf der Straße nach der Lienzer Hütten bin, ja, da geht es um nichts mehr. Nur noch darum, dass ich zum Parkplatz komme. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video, gebt es einem 5000 Daumen nach oben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, unten eine in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, unten eine in die Kommentare. Alles, was ich irgendwie beantworten kann für euch, unten eine in die Kommentare. Wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Und wie immer, da auf der Seite geht es zu den nächsten coolen Videos. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Ciao. Bergheil, bleibt's geil.